Grüß Gott an alle. Schön, dass Sie sich wieder zusammengefunden haben im LPSF. Wie Sie unschwer feststellen können, bin ich nicht direkt bei Ihnen, sondern etwa 9 Stunden in der Zeitzone hinter Ihnen. Wir hatten 2014 haben wir eine sehr schöne Veranstaltung, die, glaube ich, sehr viele fanden, in Wien zustande gebracht. Wir hatten gute Gelegenheiten, uns auszutauschen. Und das Einzige, was wir uns für 15 vorgenommen hatten, ist, diese Veranstaltung mindestens genauso gut für Sie zusammenzubauen und anzubieten. Der Grund dafür ist, dass wir natürlich in den letzten Monaten, also seit der Veranstaltung im Frühjahr 2014, sehr, sehr viele Kontakte mit Kunden aus der Region hatten. Wir haben sehr, sehr schöne Feedbacks erhalten in dieser Zeit. Wir haben nicht nur sehr viele Einzelkontakte gehabt, wir haben vor kurzem auch mit einer sehr, sehr großen Veranstaltung in Deutschland, in Darmstadt, das LPSF und die DEFCON, an 3 Tagen über 500 Teilnehmer auch wiederum ein sehr, sehr tolles Feedback erhalten. Und dass die Veranstaltung jetzt in Wien so kurz danach ausgebucht, nicht nur ausgebucht, sondern überbucht ist, das ist auch wiederum ein Beweis dafür, dass wir sicherlich interessante Angebote haben, um uns mit Ihnen auszutauschen. Was wir auch festgestellt haben in diesen Monaten ist, dass LiveRay von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche, von Projekt zu Projekt bedeutsamer wird für die Kunden aus 2 Gesichtspunkten. Ein Gesichtspunkt ist, dass immer mehr wirklich businesskritische Anwendungen auf LiveRay aufgebaut werden. Und eine andere Tendenz, die wir feststellen, ist, dass die Gesamtplattform LiveRay eben nicht nur ein Projekt für das Intranet, ein anderes Projekt für Extranet oder für Webauftritt, sondern die Gesamtplattform in den Vordergrund gerückt wird. Und gerade aus diesem Grund, weil es diese Bedeutung für Kunden hat, ist es natürlich auch für uns besonders wichtig, dafür zu sorgen, dass das, was jetzt in 2016 für uns auf dem Rollout-Plan steht, nämlich die Einführung der Version 7 von LiveRay, dass das im Sinne unserer Kunden passiert, dass wir alle Dinge, die dafür geplant werden müssen, dass wir das berücksichtigt haben. Und so hat es sich ergeben, dass ausgerechnet eben jetzt in dieser Woche ein sehr, sehr wichtiges Meeting stattfindet, um genau das zu besprechen. Ich denke, uns ist allen bewusst, dass es bei diesen Themen durchaus Unterschiede gibt zwischen Vorgehensweisen beispielsweise in den Vereinigten Staaten oder den Vorgehensweisen in Europa oder in den einzelnen Ländern. Alle sind da sehr, sehr schnell bei der Sache und sehr, sehr experimentierfreudig. Wir in Europa sind da häufig etwas überlegter. Und aus dem Grund ist es auch so relevant, dass wir genau das tun, den Rollout-Plan für 2016, für die Version 7 von LiveRay, dass wir den aufstellen auf nicht mehr und nicht weniger auf die Anforderung nach Qualität geht. Und zwar nach Qualität nicht nur, was das Produkt anbelangt, sondern vor allem auch, dass all das, was zusammenkommen muss, um dieses Produkt in den Markt zu bringen, die zeitnahe und ausreichend gute Ausbildung unserer Berater und vor allem auch unserer Partner. Bis hin zum Marketing und den entsprechenden Messages, die damit verbunden sind. All das erarbeiten wir jetzt diese Tage und hoffen damit, die beste Grundlage für 2016 zu schaffen. In diesem Zusammenhang und während dieser Zeit hier ist mir auch wiederum etwas bestätigt worden, was wir in der Region schon, glaube ich, sehr lange vorantreiben. Hier hat ein Kunde von LiveRay auf der Bühne gestanden. In dem Fall war es ein sehr großes Unternehmen. Nicht alle Unternehmen haben die Größenordnung von HP. Und eine Dame, die Anne, hat präsentiert, was HP gemacht hat, innerhalb von 11 Monaten auf die Beine zu stellen, nämlich von 7 komplett veralteten CMS- und Portallösungen ein einziges Unison, heißt dieses Projekt, Portal auf die Beine zu stellen für die gesamte Vertriebspartnerschaft weltweit, für 650.000 Endanwender,
25 Sprachen sind realisiert. Insgesamt stehen, wenn dieses Portal läuft, $300.000 pro Minute zur Debatte. Insofern auch eine ganz deutliche Aussage über die Bedeutung der Sicherheit, der Hochverfügbarkeit, die damit realisiert ist. Wie gesagt, nicht jeder wird die Größenordnung von HP haben, aber es ist wiederum eine Erinnerung daran, wie wichtig es ist, was von der Live-Technologie bei Kunden ankommt. Und insofern ist es ein besonderes Anliegen, auch jetzt an der Stelle nochmal denjenigen zu danken, die als Vertreter auf der Kundenseite sich bereit haben, hier und heute bei Ihnen in Wien für das Thema Live-Rate zu sprechen. Und ganz herzlichen Dank geht deswegen auch an die Frau Friedrich vom Lions Club, an den Vertreter von E-Control, den Herrn Gimbel, sowie auch jemanden, den Sie alle auch schon in diesen Gremien gesehen haben, den Herrn Eich von der Universität Wien. Also ein ganz herzliches Danke. All das, was die Frau Friedrich, der Herr Gimbel oder der Herr Eich zum Thema Live-Ray sagen, das kann kein Live-Ray-Mitarbeiter in einer gleichen bedeutungsvollen Weise rüberbringen. Das ist genau das, wo Live-Ray ankommen muss und wo es den Wert schafft, nämlich beim Kunden. Insofern freuen wir uns nicht nur auf die Veranstaltung heute, sondern auch, wie gesagt, auf das, was in 2016 vor uns steht. Und wenn ich es mal in zwei, drei Worten, ohne etwas vorwegnehmen zu wollen, zusammenfassen darf, dann sind wir wirklich begeistert über das, was in 2016 auf uns wartet, weil etwas dabei ist für jede Zielgruppe, von der wir ausgehen, dass sie relevant ist für die erfolgreiche Implementation von Live-Projekten. Es sind nicht nur diejenigen, die die Entwicklung betreiben, da werden wirklich neue Standards gesetzt, was die Unterstützung von Entwicklungsmethoden und Werkzeugen anbelangt. Es sind vor allem aber auch die Endanwender, all das, was in der UI-Funktionalität, in CMS, in darauf aufbauenden Dingen wie Audience-Targeting passiert. Wir wissen, dass das nicht immer das aller, ich sag mal, sleekste und einfachste Vorgehen gewesen ist, dass man vieles anpassen musste. Das ist uns sehr bewusst. Mit der Version 7 haben wir da sicherlich etwas in der Pipe, was vieles von diesen Themen adressiert und aus unserer Sicht ganz neue Maßstäbe setzt. Und last but not least auch die Zielgruppe des Betriebes, diejenigen, die sicherstellen, dass diese Lösungen stabil, verlässlich laufen. Auch das ist etwas, was in der Version noch einmal wirklich aufzeigt, dass wir verstanden haben, wie bedeutsam Live-Ray für Kunden ist, was wir tun müssen, um diese Zielgruppe ebenso zu berücksichtigen. Gleichzeitig möchte ich aber auch daran erinnern, an das, was ich eingangs gesagt habe, dass wir in dieser Phase sind, wirklich zu planen, was Qualität ist, wann für wen diese Version, die in 2016 zur Verfügung stehen wird, für das jeweilige Projekt sinnvoll ist, wenn man bereits Kunde von Live-Ray ist, im Sinne einer Migration, wenn man sich mit neuen Projekten beschäftigt und vielleicht Erstkunde bei Live-Ray ist, im Sinne einer Ersterfahrung mit diesem Produkt. Und insofern freuen wir uns auch darauf, zusammen mit unseren Partnern, die wir zum frühesten Zeitpunkt, nachdem unsere eigenen Kollegen trainiert sind, nämlich im Januar 2016 und in der ersten Februarwoche 2016 trainieren wir uns gemeinsam mit diesen Partnern den richtigen und besten Zeitpunkt für jeden von Ihnen zu definieren, um diese Technologie einzusetzen und bis dahin eben auf der Basis 6.2 erfolgreiche Projekte umzusetzen. Bleibt mir noch zu sagen, dass ich Ihnen eine sehr, sehr hoffentlich ereignisreiche, ideenreiche, eine gute vernetzte Veranstaltung wünsche. Ich hoffe, dass Sie eine Atmosphäre mitnehmen und ein
eine Idee mit Livefrei verbinden, wenn sie die Veranstaltung verlassen, dass es sich gelohnt hat, die Zeit eingesetzt zu haben, dabei zu sein, und wir sie als aktives Mitglied der Livefrei-Community sehr, sehr schätzen, und insofern viel Erfolg und viel Spaß bei der Veranstaltung und Austausch mit meinen Kollegen und den Partnern von Livefrei. Und an der Stelle auch nochmal ein herzliches Dank an die Sponsoren, ohne die solche Veranstaltungen sehr schwierig oder oft unmöglich sind. Herzlichen Dank, ein gutes Gelingen für die Veranstaltung. Okay, virtuelle Stapelübergabe, weil bei uns ja alles virtuell funktioniert. Ganz kurz, mich haben Sie noch nicht gesehen im letzten Jahr, weil ich erst seit Juli diesen Jahres die Ehre habe, bei Livefrei mit dabei zu sein am Board Team. Mein Name ist Olaf Laber, bin studierter Diplom-Informationswirt, seit 30 Jahren in der Branche, ja, so alt bin ich schon. Und dann von noch Anfang 9,6 Kilobaud Modems bis jetzt zur digitalen Transformation praktisch die ganze IT mitgenommen. Seit 1.7. bin ich bei Livefrei zuständig für die Partner in unserer Dachregion, was mich sehr freut, und freue mich auch ganz besonders, dass auch unsere wichtigsten Partner heute auch wieder dabei sind und sponsern. Vielen Dank an euch alle, weil ohne das würde das hier alles nicht funktionieren. Ich werde Ihnen jetzt anstelle meine Schwester Pam Mandel, der ja eben schon gesagt hat, warum er leider nicht kann, da in LA war, kurz die Überblick geben, warum Livefrei in der digitalen Transformation, in der wir uns jetzt alle befinden, einfach nur mehr ist als ein Portal. Als begonnen wurde, Livefrei Software einzusetzen, wurde immer darüber geredet, habe ich ein Intranet, habe ich ein Extranet, habe ich irgendein Web-CMS, Content Management System oder was auch immer. Und wir sehen aber jetzt, dass die digitale Transformation immer weiter zunimmt. Und ich hatte die ganze Zeit immer mal Folien, wo ich dann gezeigt habe, was denn so die Analysten sagen. Das ist immer ganz schön, wenn man hört, was Gartner sagt, wenn man hört, was anderen sagen. Aber jetzt gab es mal eine ganz interessante Studie für die Dachregion von Roland Berger. Und dort wurden mal Endkunden und Menschen befragt, wie sie das jetzt eigentlich spüren. Wie kommt die digitale Transformation bei Ihnen an? Und das Interessante ist, und das gilt jetzt für Deutschland, Österreich, Schweiz, 37% der gesamten Kommunikation ist mittlerweile digital. Letztes Jahr 2014. Das heißt, alle Kommunikation, die in den Ländern irgendwie stattfindet, findet mittlerweile zu 37% digital statt. Wenn man das von vor 10 Jahren vergleicht, ist das ein Wachstum von über 25%. Also da tut sich was. 35% davon ist Geschäftskommunikation. Also von diesen 37% digitaler Kommunikation sind 35% B2B, also Business-Kommunikation oder B2C-Kommunikation. Es wird mittlerweile 4 Stunden und 35 Minuten im Internet oder im Mobile oder wie auch immer in der Dachregion gesurft. Das ist ein Zuwachs von einer Stunde mehr als vor anderthalb Jahren. Vor anderthalb Jahren hatten wir nur 3 Minuten 35, dieses Jahr sind es 4 Minuten 35 von jeder Person. Könnte man sich selber überlegen, wie oft bin ich im Netz, wie oft mache ich das eigentlich am Tag. 27% davon gehen wieder aufs mobile Internet, das heißt, es wird auch immer stärker, immer weniger stationär, immer mehr mobil gesurft. Und die Untersuchung lief über 19 Branchen, also die 19 wichtigsten Branchen in der Dachregion. Und da war interessanterweise, dass, wo ist die Zahl genau, 41% der Produktentscheidungen werden mittlerweile durch digitale Wege gefällt. Das heißt, Leute gehen ins Netz, egal ob mobil oder per Browser, und informieren sich vorher, bevor sie eine Kaufentscheidung oder eine Produktentscheidung treffen. Interessanterweise sind davon wiederum 60% mittlerweile bei, das muss ich ablesen, genau, bei Travel, also wer hätte es gedacht, Reiseportale, und bei Electronics, also Computer, Handhelds, Tablets, alles Mögliche. Dort sind wir schon bei über 60%. Das heißt, jemand, der einen Elektronikhandel betreibt, kann eigentlich gar nicht mehr anders, als das Ganze online zu tun. 25% das Ganze sind bei der Kaufentscheidung relevant. Also 25% informieren sich erst im Netz, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen. Und bei 28% sind sie sogar sehr wichtig. Das heißt, ohne das Netz würden 28% dieser Menschen überhaupt nichts kaufen.
41% der Erstentscheidungen, also welches Auto kaufe ich mir, welchen Fernseher kaufe ich mir, wo kaufe ich den, wo reise ich hin, was mache ich, 41% werden mittlerweile digital getätigt. Das heißt, ich gucke mir das erst im Netz an und danach gehe ich entweder auf einen Online-Shop oder zum Online-Portal oder ich gehe in den Laden zum Hersteller. Auch eine interessante Zahl. Und von diesen 41% ist besonders auffällig, dass da mittlerweile eine Branche fast nur noch digital existiert, und das ist die Reisebranche, weil von diesen 41% sind wieder 81% der Reisebuchungen mittlerweile online. Und das heißt, stationäre Reisebüros haben es schwer im Moment, aber da sieht man, wie die Transformation vorangeht. So, und die letzte Zahl dazu noch, 33% sagen, sie könnten sich gar nicht mehr vorstellen, ohne irgendwelche Cloud-Services, irgendwelche Online-Services, irgendwelche Handhelds, Devices, Mobile nehmen zu können. So sind wir also. Also wir sind mittlerweile weit weg. Wir sind mittlerweile weit weg von entweder analog oder digital, sondern wir befinden uns in dem, was vor zwei Jahren schon alle auch gut vorhergesagt haben, in einer Digital Transformation. Und Digital Transformation heißt, da passiert ziemlich viel. Mittlerweile wissen wir alle, Social Collaboration, wenn wir uns mal auf den B2B-Bereich konzentrieren, gelernt, Unternehmenskommunikation auch gelernt, Presseportale, Download von AGBs, PDFs und alles Mögliche, aber jetzt kommt noch viel mehr auf uns zu. Viel, viel mehr. Wir müssen die Arbeitsplätze dieser ganzen digitalen Transformation anbieten. Alles wird flexibler, 7x24 Stunden, Zeitzonen spielen keine Rolle mehr, haben wir ja eben auch gerade gesehen, in L.A. war es 4 Uhr morgens. Es geht alles wesentlich schneller vonstatten, Kaufentscheidungen fallen schneller, Preisvergleiche müssen schneller gemacht werden, es muss viel schneller reagiert werden auf das Angebot der Konkurrenz und so weiter. Merger and Acquisitions, das werden viele kleine von den Großen geschluckt, viele Großen gibt es bald nicht mehr. Viele Entscheidungen auch hier unheimlich schneller. Marktplätze werden immer wichtiger. Wenn Sie sich in Deutschland zum Beispiel die katastrophalen Strompreise angucken, es werden nur noch über Marktplätze Anbieter gewechselt. Die sind total wichtig, das ist so ein Bereich zum Beispiel. Und es findet immer mehr über digitale Marktplätze statt. Produktmanagement muss sich ändern, weil es muss viel mehr reagieren können auf das, was die Kunden wollen. Früher hat man den Kunden vorgegeben, was sie zu kaufen haben. Heute entscheiden sich viele Kunden sehr schnell spontan und sagen, ich will aber viel Besseres von euch haben. Das heißt, man muss viel flexibler werden. Und dazu brauchen wir dann 360-Grad-CRM. Das heißt, ich muss, und ich habe jetzt auch gleich mal ein Beispiel nachher mitgebracht, ich muss eigentlich als Produktmanager im Hintergrund vorne schon wissen, was macht der Kunde da gerade. Wenn ich mir meine Tochter angucke und ihre Freundin, die sind jetzt 14, die geht die eine in den Shop, stellt sich vor so einer App bei, ich darf den Namen jetzt nicht nennen, sonst mache ich ja Werbung, fotografiert sich in dem Kleid und shares auf Instagram und Pinterest und wie die alle heißen und dann geht es sofort los und dann sagt einer, aber ich habe es drei Shops weiter für 25% billiger gesehen. So läuft das heute. Also muss ich als Produktmanager hinten auch schauen, Achtung, wo stehe ich gerade, was ist gut, was ist schlecht, wie muss ich mein Produkt verändern, welcher Store braucht irgendwas. Innovationsmanagement wird jetzt wirklich wichtig. Ich muss schneller sein als die anderen, ich muss schöner aussehen, kreativer sein, besser sein. Das heißt, die ganzen Produktionsprozesse, ein Auto hat früher 12 Jahre Entwicklungszeit gehabt. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr leisten. Früher musste man auf einen Mercedes 12 Monate warten, auch wenn man ihn schon gekauft hatte. Kann sich Mercedes heute überhaupt nicht mehr leisten, wird kein Mensch mehr tun. Und digitale Produkte werden immer wichtiger. Vieles, was früher normal haptisch bezeugt wurde, ist mittlerweile digital vorhanden. Die erste Branche, die es getroffen hat, kennen wir alle vor 15 Jahren, die Musikbranche. Wir haben heute noch CDs. Normalerweise streamt man das mittlerweile im Netz. Selbst MP3 ist mittlerweile schon fast out. Der Trend geht zum Streamen. Und was natürlich auch wichtig ist, auch für den stationären Handel, ich kann nicht mehr nur noch irgendwo in der Lahl, in der Kaufstraße ein stationäres Geschäft haben. Das macht es mir schwer, es sei denn, ich habe eine Marktnische und jemand will das. Ich muss eigentlich Multichannel unterwegs sein. Das heißt, man sieht es zum Beispiel auch gerade in den USA und in England ist es ganz extrem bei Lebensmittelketten, wo man mittlerweile in der U-Bahn einen virtuellen Store hat, abfotografieren kann und wenn man zu Hause ist, steht das Ganze vor der Tür. Da geht es hin. Und das bedeutet, es geht immer weg von separaten Systemen, Intranets, Extranets, Webauftritte, sondern Grenzen fallen. Wir gehen 360 Grad. Portale werden immer wichtiger. Es müssen alle Produktionsprozesse mit allen Marketingprozessen, mit der Logistik, mit dem Vertrieb, muss alles vernetzt werden.
Das heißt, es wächst immer mehr zusammen. Personalisierung ganz wichtig, Single Sign-Ons. Ich muss wissen, wer das da vorne ist. Auch das sehen wir gleich noch mal kurz. Aber die Voraussetzungen dafür sind gut, weil mittlerweile die Plattformen immer weiter zusammenwachsen. Und man sieht es ja auch bei den großen Herstellern. Wenn man sich mal nach SAP umguckt, was die mittlerweile versuchen mit ihrer Cloud. Wenn man sieht, was Amazon da so treibt, was HP jetzt tut. Also es geht genau in die Richtung und damit wäre ein Portal immer wichtiger. Nicht umsonst hat sich der größte Computerhersteller jetzt für uns als Portal entschlossen, weil eben damit das Ganze möglich wird. Der Kunde steht im Mittelpunkt, das ist gut für den Kunden, weil jetzt dreht sich alles nur noch um ihn. Wir müssen nur aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Wenn ich morgens aus dem Haus gehe und jetzt schon auf dem Handy verfolge, dann fühle ich mich auch nicht mehr so ganz wohl. Also sollten wir doch ein bisschen aufpassen, was wir machen. Aber eins ist mittlerweile auch klar, es geht nicht mehr darum, ob diese Digitalisierung stattfindet und in unser Leben eingreift, sondern es geht darum, wie sie das tut. Was bedeutet das Digital Business für Firmen, die sich dem eben stellen müssen? Industrie 4.0 ist ein großes Schlagwort. Die Kunden wollen im Netz vorhersehen, was sie dann erwartet, wenn sie ein Auto kaufen und in den Store gehen oder was sie erwartet, wenn sie in den Klamottenladen gehen. Es werden neue Rollen dazu nötig sein. Wir sehen es schon ansatzweise in den Stellenanzeigen. CDOs, Chief Digital Officer, gab es früher nie. Das ist jetzt auch so ein Wandel in der IT. Als erstes war die IT beim Finanzchef, dann kam der CTO, dann kam der CIO und mittlerweile gibt es sogar noch einen CDO, der eben für die Transformation sämtlicher Businessprozesse, die im Moment im Unternehmen unterwegs sind, digitalisiert werden. Ich selber habe es gesehen, bevor ich hier bei Liveplay angefangen habe, hatte ich das Vergnügen, das mal bei Porsche zu beobachten, wie dort ganze Produktionsprozesse mittlerweile digitalisiert werden und in den 360-Grad-View eingebunden werden, wo Sie dann sehr wahrscheinlich in 3-4 Jahren als Kunde sogar sehen können, live, wann Ihr Sitz in das Auto kommt. Also es geht immer weiter. Wir haben IT-Systeme zu integrieren, Mobile Ready machen, Prioritäten, Rechtsfragen, ganz wichtig, weil wir gehen ja in die Cloud. Das heißt, wem gehört jetzt eigentlich was? Welche Software darf eigentlich wie benutzt werden? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Einkaufsverhalten ändert sich und so weiter und so weiter. Ich denke, ich muss da gar nicht mehr so sehr drauf eingehen. Völlig klar, dass sich jetzt hier prozessual sehr viel umstellen wird. Was braucht es dafür? Es braucht eine Integration und ich muss als moderner CIO oder als jemand, der diesen Transformationsprozess managt, muss ich irgendwie die Balance wahren zwischen Flexibilität und Integration. Ich habe nun mal meine ERP-Systeme, ich habe meine Logistiksysteme. Gleichzeitig habe ich aber sowas wie WhatsApp und Instagram und Pinterest und Facebook, alles so dynamisches Zeug, das muss da irgendwie rein. Ich muss Inhalte sharen, viele meiner Inhalte sind vielleicht sogar geheim, man denkt an Patente und persönliche IPs, lauter solche Sachen. Und ich muss das irgendwie alles in Einklang bringen. Das heißt, ich muss einen Balanceakt wahren zwischen Flexibilität, aber gleichzeitig die Durchgängigkeit wahren, um die Integration Altsysteme und Bestandssysteme einzubinden und das eben alles unter einer Klammer möglichst eine Plattform benutzen. Das heißt, ich brauche eine Produktarchitektur oder eine Gesamt-IT-Architektur, die Balance hält zwischen Integration, Architektur und Flexibilität. Und deswegen sehen wir auch in vielen Projekten, und der schönste Beweis, deswegen habe ich es jetzt leider noch nicht in der Präsentation, ist eben letzte Woche passiert, wo wir eben sehen, dass der größte Computerhersteller der Welt jetzt auf uns baut und wir eben sagen, wir sind mehr als eine Plattform, weil wir können klammern, wir haben es oft bewiesen, dass wir verschiedene Systeme integrieren können. Ich zeige auch gleich, warum das so ist und sagen, wir sind eben mehr als ein Portal, wir sind mittlerweile die digitale Plattform, auf der man diese ganzen Prozesse integrieren und vereinigen kann. Warum ist das so? Wir bieten mittlerweile, und mit Liveplay 7 wird das noch viel extremer werden und auch bequemer, wir bieten mittlerweile Portal Workloads, wir decken die ganze Bandbreite ab. Content Collaboration ist gelernt, das war so das erste Feld, in dem man Liveplay eingesetzt hat. Über Social Networks bis hin zu ERP-Systemen
und sogar relationalen Datenbanken. Letztens haben wir sogar eine Cobol-Schnittstelle drin. Geht alles. Wir bieten Portal-Services, das heißt, das User-Management eigentlich eine Kernfunktion in Liveray, kennt jeder, der es benutzt. Sehr komfortabel, SSO, LDAP, Search und was alles dazugehört. Wir haben auch entsprechende Integration-Services mittlerweile schon sehr viele Projekte auch in der DAP-Regierung gemacht. Auch durch unsere Partner mit ERP-Systemen, CRM-Systemen, Document-Management-Systemen, HR, Accounting und Logistik-Systeme, PIM-Systeme angeschlossen, alles was da draußen so kreucht und fleucht. Und natürlich auch klar Integrations in Websites nach Salesforce und alle Applikationen, die im Moment da draußen so schick und hip sind wie Facebook, Twitter und so weiter. Das alles ist in Liveray als Portlet vorhanden. Das alles kann mit Liveray realisiert werden. Natürlich ist es immer ein Projekt, aber es ist alles da. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht aus dem Projekt, an dem einer unserer Großkunden gerade arbeitet, um ihm mal zu zeigen, wie das alles so funktioniert. Da wir hier noch keine Referenz haben, haben wir einfach selber eine Demo-Applikation mal gebaut mit dem, was wir dort gerade für den Kunden oder unsere Partner dort gerade für den Kunden realisieren. Wir zeigen einfach mal, die Demo wird dann auch demnächst, hoffe ich doch demnächst, manchmal verzögert sich es immer ein bisschen, auch bei uns auf der Plattform abrufbar sein und verfügbar sein, wo wir einfach mal gezeigt haben, wie sieht so eine moderne Plattform heute eigentlich aus. Das hier ist ein Klamottenladen im Prinzip, also ein Schuhladen. Früher hätte man dort eine Webseite gehabt, dann hätte man hier ein Intranet gehabt und man hätte hier ein Extranet für die Partner oder für die Lieferanten gehabt. Hier ist mittlerweile ein einziges Portal, inklusive Shop, realisiert, Shop-Anbindung, muss man hier sagen. Der Shop ist nicht von uns, Shop-Anbindung, realisiert komplett auf Liveray-Basis mit 360 Grad Full. Das heißt, ich habe draußen einen Kunden, den Kunden kenne ich erstmal nicht mehr, klassische Vorgehensweise, wie es heutzutage ist. Ich gehe auf irgendeine Seite, weil ich Schuhe kaufen will und gucke halt mal so nach und gebe mich erstmal gar nicht zu erkennen, aber ich als Schuhshop reagiere und sage, ach, da ist einer, halt irgendeiner. Jetzt muss ich aber möglichst viel wissen, was da ist und vor allem ist er ja nicht nur auf meiner Seite, sondern er guckt auch garantiert mobil weg. Deswegen haben wir hier auch auf unserem Marketplace entsprechend die neue Mobile Integration, ist aber ab 6.2 auch schon einsetzbar. Ab 7 wird es noch ein bisschen toller, wo man eben auch sieht, alles was er online über seinen Browser sieht, sieht er auch genauso über seine Mobile. Er kann sich dann auch mobile einloggen, kriegt ein Single Sign-On, wenn er uns dann seinen Namen verrät, dann wissen wir auch, wen wir haben und können ihm auch entsprechend eine Wallet zutragen und können ihn dann, egal ob er online oder mobile unterwegs ist, verfolgen, positiv gemeint. Das heißt, wir wissen jederzeit, was er gerade so tut. Das ist dann das Backend dazu, 360 Grad. Das heißt, draußen wandert jemand rum, der hat sich jetzt mir zu erkennen gegeben. Das heißt, er will, dass ich weiß, wer ich bin und er will mehr von mir wissen. Also kann ich im Backend Audience Targeting auch genau nachgucken und fange an, ihm zum Beispiel Scorepoints zu verteilen und zu sagen, okay, jetzt schauen wir doch mal, wann wird denn die Zielperson ein interessanter Käufer für mich und wie kann ich ihn dazu bringen, dass er auch permanent, egal was er gerade benutzt und egal wo er sich gerade befindet, mit mir in Kontakt bleibt. Das geht alles schon mit Liveray 6, also da muss man nicht auf 7 warten, mit 6.2 ist das auch schon vorhanden. Die Plattform ist auch auf 6.2 realisiert. Ich kann jetzt ein Backend schicken, das heißt, ich habe ihn jetzt völlig unter Kontrolle und kann dann sehen, was macht er und das egal, ob er jetzt mit Tablet oder Browser unterwegs ist, ob er irgendein Wearable Device anhat, ob er auf seinem Handy unterwegs ist und in dem Moment, wo er bei mir am Store vorbeikommt, habe ich ihn geträgt und kann sagen, hey, du bist gerade in meiner Nähe, ich habe eine Special Offer für dich, wenn du jetzt kaufst, kann ich dir hier mit diesem Coupon 25% geben. Auch das kann man von hinten tracken, kann es sehen und kann jederzeit reagieren. Und wenn er bei 25% nicht reagiert, dann gebe ich ihm mal 30% und kann so die ganze Zeit in Interaktion bleiben. Das sind moderne Portale, das heißt, ich habe hier nicht mehr nur noch einen Online-Shop, sondern ich habe rundum View über die Leute, mit denen ich in Kontakt bin und die Leute, die meine Kunden sind. Das heißt, wichtig,
Single Sign-On. Ich halte, ich muss jederzeit, egal in welchem System ich mich befinde, im Unternehmen und auch in welchem System sich mein User da draußen befindet, egal ob er auf Facebook ist, ob er in irgendeiner Cloud unterwegs ist, ob er sein Wearable gerade benutzt, ob er sein Mobile dabei hat oder ob er zu Hause ganz normal vom PC oder mittlerweile auch vom Fernsehen sitzt und mir zuguckt. Ich muss eigentlich immer wissen, in dem Moment, wo er sich über eins dieses Devices zu erkennen gibt, wer es ist und muss wissen, wo er ist. Und ich brauche einen Arm aus 60 Grad für dahinter, weil ich muss auch reagieren können. Das heißt, es reicht nicht, wenn er da vorne bunte Bilder sieht, sondern ich muss hinten auch entsprechend ihm dynamisch reagieren. Und das geht eben nur durch flexible Portalsoftware. Jetzt, warum sind wir so stolz darauf und sagen, das können eigentlich nur wir? Da gibt es viele, viele Gründe für. Der schönste für uns ist jetzt wieder gekommen. Vor 4 Wochen, wenn man das guckt, seit 2010 sind wir im Gartner Report für Portal-Services und 2015 sind wir ganz stolz drauf, sind wir die Einzigen, die noch irgendwie nah an IBM dran sind. Und IBM WebSphere, mit dem nehmen wir das immer gerne auf, der Rest tummelt sich hinter uns. Das heißt, wir haben einen Ritterschlag bekommen, was unsere Technologie angeht, auch 2015 wieder, ständig nach oben verbessert. Das Gleiche gilt, dass wir Ihnen einfach immer wieder sehr gute Projekte abliefern können, dank unserer Partner, weil die Partner eben bei uns zertifizierte Programme durchlaufen und nur Live-Day-Partner, die auch wirklich Live-Day-Certified-Personal und Live-Day-Certified-Trainings haben, können auch mit Ihnen die Sicherheit geben, dass eben auch Ihre Projekte so funktionieren. Weil Certified-Partner, und das ist uns immer ganz wichtig, den direkten Zugriff zu Live-Ray-Entwicklung haben. Alle anderen haben das nicht. Das betone ich auch nochmal, gerade als Alliance-Manager, egal wer sich da draußen als Partner ausgibt, solange es kein Certified Live-Ray-Partner ist, hat er keinen Zugang zu unserer Entwicklung, hat keinen Zugang zu unserem Support und hat keinen Zugang zu unseren Consultings und Trainings. Deswegen ist es immer ganz wichtig, dass wir Certified-Partner draußen haben. Und wenn sie Live-Ray-Certified sind, dann wissen sie auch, dass sie in guten Händen sind, weil jederzeit der kurze Draht zu uns da ist. Weiter, Sie haben es mit einer Firma zu tun, die 0% fremdfinanziert ist, obwohl wir zwar nicht direkt aus dem Silicon Valley, aber aus L.A. kommen, also aus Kalifornien, gibt es bei uns kein Venture-Kapital. Das ist in Deutschland, würde man sagen, ein gesunder Mittelständler, in Österreich auch. Das heißt, kein Fremdkapital drin, selbstbestimmt, wir können tun und lassen, was wir wollen, solange der Umsatz stimmt. Und der stimmt zum Glück. Wir haben 11.000 registrierte Community-Mitglieder hier in Dach von 115.000 weltweit. Also von den 115.000 Programmierern, die unsere Produkte entwickeln und Ideen bringen und die Projekte haben, sind 11.000 hier in der Dachregion unterwegs. Wir haben 20 zertifizierte Partner hier. Heute haben sie 4 davon bei Ihnen, die hier in Österreich auch aktiv sind. Wir haben 26 Mitarbeiter in der Dachregion wachsen. Bis Jahresende werden wir wohl die 30 erreicht haben und hoffen, dass es der nächste auch fleißig so weitergeht. Ein Kollege sitzt in Wien, haben Sie gesehen. Der Rest von uns sitzt in Eschborn bei Frankfurt. Aber wir, und in Hamburg, Entschuldigung, in Hamburg ist natürlich auch ganz wichtig. Wir haben 2 Leute in Hamburg sitzen. Und setzen Sie sich ruhig da hin, das ist okay. Und 100% Fokus auf Technologie. Weltweit 500 Mitarbeiter mittlerweile, also auch in diesem Jahr wieder stark gewachsen. 100% Fokus auf Technologie, auf Digital Business und 10 Jahre profitables Wachstum. Die Firma war noch nie negativ und hat auch keine berühmte Cash Burn Rate, wie so manch andere im Silicon Valley, sondern hochprofitabel. Und dass das ganz alles funktioniert, beweist immer nur einer. Neben unseren Partnern, die zertifiziert sind, sind unsere neuen Referenzkunden, die wir letztes Jahr gewonnen haben. Das sind nur die hier in der Dachregion. Und das sind alles Projekte, die über Partner realisiert wurden. Und das beweist eigentlich am besten, dass Liveray nicht die schlechteste Wahl sein kann, weil mit so vielen großen Referenzprojekten sind wir doch ein bisschen mit stolz gestellter Brust unterwegs und hoffen, dass wir damit auch den einen oder anderen hier im Raum, wenn er nicht eh schon Liveray einsetzt, davon überzeugen können, das nächste Portal nicht mit den großen Jungs zu machen, sondern mit denen, die es können. Und damit vielen Dank an Sie alle, vielen Dank an unsere Sponsoren und ich freue mich auf die nächsten Vorträge. Vielen Dank.